Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gemüsekonserven haben viele Vorteile. Sie haben Sommer- und Wintersaison, sind lang haltbar, schnell parat und sie gelingen immer. Ein weiteres gutes Argument: nicht nur die Vitamine beim Abfüllen, auch das Portemonnaie beim Einkaufen wird geschont. Gemüsekonserven sind schnell und unkompliziert in der Zubereitung. Naturgemüse wie Bohnen, Gemüseplatten oder russischen Salat kann man einfach aus der Dose nehmen, erhitzen oder kalt mit einem Dressing als Salat anrichten. Auch die fertigen Gemüsegerichte ersparen uns viel Arbeit. Linsen muss man nicht einlegen, weisse Bohnen nicht lange kochen und das Rotkraut ist ohne zu rüsten minutenschnell zum Genuss parat. Gerade für Berufstätige, Leute, die wenig Zeit zum Kochen haben oder Kleinhaushalt, sind Gemüsekonserven ideal, weil es auch Portionendosen gibt. Die Zeit zum Kochen nimmt man sich auch morgen wieder im Teleskop am 12.30 Uhr auf SF1. Morgen zum Beispiel gibt es einen Bohnen-Linsen-Eintopf und wir schauen gerade mal, was Susanne vorbereitet hat. Also. Jetzt kann man hier schauen, wie es hier schon weiter ist. Da ist es wirklich am Kochen und am Tun. Mhm. Und jetzt kommt weiter, drinnen kommen die Linsen. Und jetzt geht der Linseneintopf, der schmeckt wahnsinnig gut mit dem Fleisch zusammen. Die Wurst auch noch drin. Und jetzt habe ich hier noch ein bisschen Kräuter, das heisst Peterli und Bohnenkraut, die ich gerade hier drin mische. Jawohl. So. Und das wird jetzt alles verrührt. Und geht jetzt etwa 25 Minuten zum Köcherle. Mhm. Oh, da nehme ich auch schnell noch den. Der ist manchmal recht heiß nach dem Dämpfen. Jetzt bin ich da auf den Finish so gespannt. Wie das rauskommt. Jawohl. Okay, das wäre unser Linsen-Bohnen-Eintopf-Gericht. Das ganze Rezept sehen Sie, wie gesagt, in voller Länge zum Nachkochen, morgen über Mittag um 12:30 auf diesem Sender oder wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Ebenfalls in der neuen Coop-Zeitung findet man wieder eine grosse Zahl von Aktionen, die Sie bestimmt gut brauchen können. Tamara? Das stimmt. Unter anderem haben wir wieder ganz tolle Halbpreisangebote, wie zum Beispiel Variegate als Duo für 3,15 Franken. Fixfertige Midi-Rösti gibt es für 6,50 Franken. Und Fox Citro im Viererpack für 6,40 Franken. Alles gute Gelegenheiten, die ihr nicht verpassen solltet. Gemüsekonserven sind eigentlich wie Frischprodukte. Nach dem Ernten, früh am Morgen, vergeht keine Stunde, bis sie zur Weiterverarbeitung in der Konservenfabrik eintreffen. Dort werden sie abgeladen, gewaschen, von der Spitze befreit und von Hand verlesen. Weiter geht's zum Blanchieren und dann auf die Abfüllanlage, wo sie besonders schonend und ohne irgendwelche Konservierungsmittel allein durch Sterilisation haltbar gemacht werden. Und ganz am Schluss werden die frischen Konserven etikettiert. Bei mir begrüße ich jetzt Herrn Moritz Hefliger von der Firma Hilcona in Schaan. Er ist verantwortlich für die Herstellung der Konservenprodukte. Grüezi, Herr Hefliger. Grüezi, Pascal. Herr Hefliger, im Film haben wir gerade gesehen, dass zusammen mit den Bohnen auch eine Flüssigkeit abgefüllt worden ist. Für was braucht es die? Sterilisieren heisst ja erhitzen auf 120 Grad. Damit das funktioniert, braucht es eine Flüssigkeit für die Wärmeübertragung. In unserem Fall ein Aufguss, der gleichzeitig auch gewürzt ist und den Bohnen gerade noch einen gewissen Geschmack gibt. Mit dem Aufguss verdrängen wir auch Luft aus der Dose, die sonst einen negativen Einfluss auf das Produkt würde haben. Manchmal findet man daheim im Küchenschrank eine Dose, wo das Datum schon abgelaufen ist. Muss man sie dann wegwerfen? Nein, durch die Haltbarmachung in der verschlossenen Dose ist der Inhalt praktisch unbeschränkt haltbar. Die Qualität ist auch nach einem Jahr und mehr über dem Verfalldatum die gleiche und kann ohne Bedenken gegessen werden. Danke, Herr Hefliger. Bitte, Pascal. Ein Blick auf die Ernährungsdeklaration zeigt, dass bei den Konserven auch die gesunde Ernährung stimmt. Viele Gemüsekonserven, insbesondere die Hülsenfrüchte, sind nämlich reich an Eiweiß und Ballaststoff und enthalten kein Cholesterin. Die meisten Produkte kommen zudem aus Schweizer Anbau und integrierter Landwirtschaft. Feine Bohnen gibt es übrigens auch von Coop Naturaplan in Bioqualität. Das war es für heute. In einer Woche zeigen wir Ihnen Tipps für die Schönheit. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.